fühlen statt nur schauen. Mit Leben statt nur besuchen. Emotionen aufsaugen statt nur begutachten. Die neu eröffnete Erlebniswelt ist kein einfaches Museum. Es ist ein Platz, um den FC Bayern mit allen Sinnen zu erfahren. Der Eindruck ist sensationell, was die da auf die Beine gestellt haben. Das ist ja fantastisch. Und ich sage jetzt, wenn wir das in Ruhe mal anschauen und das sich mal so richtig genießen, weil das ist ja wirklich die Geschichte vom FC Bayern. Gibt es solche Sachen hier, die unglaublich wichtig sind und unglaublich schön sind. Ich glaube, für den Verein auch. Und das sind Sachen, das muss man kennenlernen. Die Erlebniswelt ist seit Ende Mai geöffnet. Die erste Phase ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt durften die Hauptdarsteller noch einmal erleben, was sie für den FC Bayern geleistet haben. Kribbelt es da immer noch, wenn man diese Bilder sieht von 2001? Ja, sehr schön. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut. Ja. Sehr schön zurück zu sein. Ein wunderschönes Erlebnis heute. Wird immer wieder da aufgeführt und die Filme gezeigt. Und da schaut man schon mal gern wieder rein, wie das 1967 war. Und wie es die Tore waren da in der Champions League. Die ersten Eindrücke sind überwältigend, aber es gibt so viele Sachen, wo ich überhaupt nicht gesehen habe. Und ich möchte mal das sehen. Weil ich war ja fast überall dabei, dass man mal sieht, das wird alles Revue passieren lässt. Die Ahnengalerie der ehemaligen FC Bayern-Spieler fasst schon das Who is Who des deutschen Fußballs. Und die Trainer? Erfolgreich wie in keinem anderen Club der Liga. Wohl dem, der da noch heraussticht. Ja, das ist ja schon sehr grenzwertig für mich, wenn ich hier stehe und man sieht sich selbst hier mit großartigen Trainerlegenden, die auch Vorbilder für mich waren. Und das ist schon sehr einschneidend für mich und ja, auch ein bisschen Ehrfurcht dabei. Die Erlebniswelt, das neue Prunkstück in der Allianz Arena. Der Architekt stolz auf das, was er geschaffen hat. Also ich bin sehr zufrieden. Weil wir hier vieles mit dem Team des FC Bayern zusammen so umsetzen konnten, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und eigentlich an vielen Punkten sind wir auch noch über die früheren Vorstellungen hinausgegangen. Man hat ja dann teilweise auch während des Prozesses noch zusätzliche Ideen und die konnten wir dann hier auch noch realisieren. Also da muss man sagen, ist natürlich der FC Bayern ein Auftraggeber, der einerseits die Potenz hat, sowas zu machen und auch einfach spürt, was ist Qualität. Die Eröffnung ist gelungen, die Protagonisten begeistert und einer hatte sogar doppelt Grund zur Freude. Also ich möchte im Namen des Clubs, ich denke auch im Namen von Ihnen allen, dir alles Gute zu deinem Geburtstag wünschen. Du bist ja jetzt in einem Alter, wo wir dann auch demnächst mal in aller Ruhe gemeinsam ein Glas Champagner trinken können. Genieße die Ausstellung, genieße die Saison, die auf uns wartet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt in eine Saison gehen, in der wir Aufbruchstimmung vermitteln. Was war? Diese Tür sollten wir schließen. Wir sollten eine neue Tür öffnen und dann eben hoffentlich durch diese Tür mit Schwung und eben Optimismus gehen, damit wir im nächsten Jahr unser Ziel erreichen. Vielen Dank. Danke sehr. Ein weiterer Höhepunkt, ein 12-minütiger Kinofilm, der den FC Bayern in seiner gesamten Emotionalität zeigt. Das beeindruckt auch den ehemaligen Ministerpräsidenten. Was mich auch bewegt, was Philipp Lahn ja so wunderschön ausgedrückt hat, das ist bei aller Kommerzialisierung des Fußballs, der FC Bayern ist schon im größeren Sinne eine Familie, wer mal dabei war. Der gehört immer dazu und er wird auch nicht fallen gelassen und kann sich auf seine FC Bayern-Mannschaft im großen Sinne verlassen. Und das spüren die Mitglieder und die Anhänger. 30.000 Fans haben die FC Bayern-Familie in der Erlebniswelt schon spüren dürfen. 500.000 Besucher im Jahr werden angestrebt und die sollen in naher Zukunft den ein oder anderen neuen Pokal bewundern dürfen. Es ist schon Zeit. Ich glaube, die Mannschaft ist ganz gut drauf. Wir haben sehr viel Qualität in der Mannschaft und ich glaube, wir können sowas erreichen dieses Jahr.